Du hattest aufgerufen, dass die Leute doch ihre Lieblingsplatten präsentieren sollen. Ich mache da natürlich sehr gern mit. Am Anfang habe ich überlegt, ich nehme einfach einen der Klassiker, der mich in meiner Jugend sehr stark geprägt hat. Zum Beispiel Depeche Mode oder Unplugged. Hab dann gedacht, nö, dann doch eher was Aktuelleres, was in den letzten Jahren präsent war. Zum Beispiel Moderat, ganz großartig. Hundreds. Balbina, verkehrt rum auf dem Kopf. Oder aus dem letzten Jahr die großartige Mine. Tolles Album, kann ich immer noch nach über einem Jahr hoch und runter hören und finde es immer noch grandios. Was macht man auf Partys, wenn man nicht weiß, was man anziehen soll? Man entscheidet sich für das kleine Schwarze und so ist es bei mir auch das kleine Schwarze geworden. Das Album Kin von I Am, Am I, Who Am I hat mich in so vieler Art oder Hinsicht beeindruckt und begeistert. Zum einen natürlich die Musik, die großartige Musik, die einfach ein Album von Anfang bis Ende zum Durchhören. Was noch ein Stück prägender für mich war, war halt diese extreme Symbiose von Musik und Videos. Ich bin so ein Video-Junkie und mag nach wie vor Musikvideos sehr gern und I Am, Am I, Who Am I haben wirklich zu jedem Song auf dem Album ein Video gemacht. Zu allen ihren Alben gibt es zu jedem Lied ein Video, die auch immer zuerst auf YouTube erschienen sind, nach und nach die Videos und erst als die komplett waren, ist die Platte erschienen. Die Videos an sich sind einfach großartig, vor allem dieses Album ist zu empfehlen, also ich kann es nur jedem ans Herz legen. Natürlich am besten visuell, einfach weil es von Anfang bis Ende eine Geschichte erzählt und eine wundervolle Dreiviertelstunde Musik, die ich mir immer, immer wieder wahnsinnig gerne anschaue und anhöre. Also sehr zu empfehlen, Kin von I Am, Am I, Who Am I. Viel Spaß damit.